Wir sind hier in Blackland bei der Record Release Show von Fatal Embrace, einer Institution des Berlin-Brandenburger Metals. Kann man so sagen, oder? Dirk? Ah ja, wenn man das so möchte, ja, warum nicht? Klar. Neben mir sitzt Dirk Highlander Highland, Chef von Fatal Embrace. Naja, also Arbeitgeber, also Chef. Ich, also. Chef von Sianze. Dirk, erzähl doch mal, neues Album Operation Genocide. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, das ist das neue Album, ist, denke mal, ziemlich abwechslungsreich, ist sehr brutal, aber auch sehr melodisch. Also das letztendlich ist es halt, denke ich mal, ganz guter Metal und ja, also uns geht es halt um den Abwechslungsreichtum und aber trotzdem sind auch Prügeldinger drauf und es ist so ein bisschen sozialkritisch, aber ansonsten wieder Hölle, Tod und Teufel, also eigentlich voll Metal. Sonst ist es ein ganz normales Metal-Album eigentlich. Ich habe das Album tatsächlich vorab schon mal gehört und muss sagen, gute Thrash-Kante. Wie immer. Aber welcher Song mich besonders überrascht hat, war Your Spiritual Quest, wo er ja fast so ein bisschen wie Iron Maiden klingt, was absolut als Lob gemeint ist. Ja, das ist richtig. Das waren erst irgendwie die Strophen da und dann ging es um den Lead-Teil. Und da habe ich bin ja nur eine ehrliche Sau, da habe ich gesagt, was jetzt gut passen würde, wäre wie bei Afraid to Shoot Stranger von der Fear of the Dark. Und dann hat man das halt gemacht. Warum soll man um heißen Brei rumreden? Maiden ist einer meiner All-Time-Faves, die höre ich jetzt seit 36 Jahren ungefähr, also fast 40 Jahre und was soll man da groß rumdiskutieren? Das ist aber kein Clown, das ist halt eine Referenz, wir haben einfach so ein Teil eingebaut. Da können sich dann Leute das Maul zerreißen und interessiert mich ein Scheißdreck. Das ist halt praktisch einfach nur eine Referenz an so eine Band, das ist direkt so gemacht, ja. Das ist richtig, der Rest ist ein bisschen brutaler und dann schwenkt man halt um in so einen Speed-Teil, in so einen schnelleren Part, treibenden Part. Ja, da ist Maiden drin, auf alle Fälle, ja. Euch gibt es jetzt schon seit 26 Jahren, wenn man eure Zeit als Nosferatu mit einberechnet. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, was waren so die Highlights, was waren die Lowlights? Also wir haben uns 93 damals kennengelernt. Ich habe mit Ole Pfeiffer und Hardy die Band praktisch gegründet. Wir haben ein paar Songs gespielt, dann kamen Fregel und Hardy dazu und dann haben wir unser erstes Konzert am 8.1.1994 mit unseren Kumpels von Postmortem und Necrosisti gespielt. Da waren über 300 Leute in einem besetzten oder abgerissenen Haushalt. Das war irre geil. Und das war total toll, das war eigentlich das erste große Highlight, ne? War total toll, wir haben den Set zweimal gespielt und ja, das war total geil und ja, die Highlights, wir haben in Spanien gespielt, da vor 800 Leuten mit Klovenhof und die Leute haben die Texte mitgesungen, wir haben viel im Ausland gespielt, leider nicht genug, also ich würde gerne mal mehr machen, aber da gab es schon, wir haben also in Belgrad gespielt, wo 600 Leute waren, die völlig durchgedreht sind, aber jeder. Und das sind so eine Highlights, das bleibt eigentlich, das ist so, also reine Metal-Dinger, nicht so eine gemischte Scheiße, sondern ja, das ist toll, weil ich bin ja immer noch Fan und die Band auch und ja. Vor ein paar Jahren seid ihr zu Metal Blade gewechselt, da dachte man, ah okay, kommt jetzt der große Durchbruch, aber kam dann doch leider nicht. Woran lag's oder was ist dann schiefgelaufen? Überall gibt es immer 10 Zahnräder und wenn ein Zahnrad nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ja. Früher haben die Labels haben noch richtig Promotion gemacht, beziehungsweise haben ihn auch in Touren drin gesteckt und sowas. Das ist immer der ernste Schlüssel. Das ist, ansonsten, was Durchbruch oder irgendwas, das interessiert mich alles nicht, weil ich stelle Integrität zum Metal über irgendwelchen kommerziell angewiderten Verfolg. Das könnten wir auch haben. Wir könnten Deutschrock machen, würden bestimmt Millionen verkaufen. Aber das interessiert mich ein Dreck, weil wir sind eine Metalband und ob kommerziell, das ist für viele nicht nachvollziehbar, weil die nur in Zahlen rechnen. Aber wir machen das, auf was wir Bock haben. Und ich würde eine Milliarde gerne verkaufen, aber wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir machen trotzdem nur Musik weiter. Aber wie gesagt, das sind immer Zahnräder. Auf was ich trotzdem stolz bin, das muss ich eben sagen, was Metal Blade anbelangt, trotz Signing-Stop damals, also die hatten einen Signing-Stop 2009 und Brian Slagle hat die Scheibe gehört und dann an Nacht habe ich praktisch eine Nachricht bekommen, dass er gesagt hat, zeichnet diese Band. Dass es dann nicht geklappt hat, ja, weil wir nicht gleich eine Million verkauft haben oder so, dann habe ich dann gesagt, sehr traurig sowas und alle haben gesagt, die Musik ist fantastisch, also geht nie um eine Musik. Hätten wir Scheiße und Kotze gespielt und hätten eine Million damit verkauft, hätten sie uns alle angehimmelt. Es ist halt Scheiße heutzutage. Aber ist okay. Man muss damit, kommen damit klar. Ich bin zu lange bei. Jetzt seid ihr schon mit dem zweiten Album bei Iron Shield Records hier aus Berlin. Ja. Wie läuft das? Ja, das ist Doug, ein Kumpel, den ich auch seit über 30 Jahren kenne und der macht das halt, er ist halt Metal-Fan und ja, wir ziehen das halt durch und ich finde halt das eben gut, weil es eben sich völlig um Vollblut-Metal-Zeug handelt. Er hat keine Pop-Bands und keine Kotze-Bands, sondern die richtig gut ab und
ja, das ist toll und das will ich halt gerne so fortführen. Egal, ob größer, kleiner oder wie auch immer, aber das, mit dem Logo, das passt ganz gut. Mit seiner Ente, er ist ja eine Ente. Hm. Ne? Tag. In allen großen Magazinen ist ja dieses Jahr was zu 30 Jahre Mauerfall gemacht worden und da, deswegen ist ja auf den DDR-Metal so ein bisschen zurückgeblickt worden, wo ja auch Duck eine Rolle gespielt hat, wo ja quasi auch alle Berliner Bands irgendwie eine Rolle gespielt haben. Was ist so dein Beitrag zu dieser Diskussion? Woran erinnerst du dich gerne, woran erinnerst du dich nicht gerne aus der Zeit? Also DDR oder? Ja. Naja, 1988 wollte ich zu Slayer und Nuclear Assault und die Stasi hat mich dann abgekratzt praktisch und haben dann praktisch mich dann da näher, mehr oder weniger inhaftiert und haben mich dann zu meinem Armeeobjekt zurückgefahren. Das war auch sehr interessant und ja, dann ging die Grenze halt auf und wir wollten ein paar Mal rüber, aber war immer irgendwie ungünstig. Und ja, das Erste, was ich mich erinnere, ich bin rüber, habe einen Kredit von 8000 D-Mark aufgenommen, habe dafür Platten gekauft. Das war das allererste und gleich zu Konzerten, 89 zu Exuma und 89 zu Holy Moses. Das war noch im West-Berlin und habe 160 Ostmark hingelegt und bin durch. Später habe ich erfahren, für Ostler war es kostenlos. Das ist Pech, ne? Ja. Und so die Zeit vor der Wende, bist du auch nach Ungarn gefahren, um die Platten zu kaufen? Oder wie ja, man hat ja bloß 5 Platten irgendwie kaufen können, ne? Und das war halt ein bisschen sehr beschränkt. Das war ja im Prinzip eine kurze Zeit, wo man das gemacht hat, ne? Auch nach Bratislava, dann ging es ja nicht mehr. Dann haben sie uns dann nach rausgeholt, weil wir auch betrunken waren und ein bisschen schlecht, aber man hat sowas alles gemacht, man hat überall Platten zusammengesaugt, was ich eben stolz bin und das können sich Leute heute nicht vorstellen, trotz Mauer oder sowas, wir sind halt auf jedes Konzert gefahren in der DDR, auf den Coverversionen, aber nicht nur, sondern auch um diesen Zusammenhalt, das war damals toll, man ist nach Sachsen gefahren, man kannte jeden, man ist nach Rostock gefahren, man kannte jeden und ich rede hier halt von 1000 Leuten, die da waren oder 2000 Leuten oder sonst was, das war irre, das war von der Einstellung her fantastisch und das war eigentlich das, was ich heute noch geil finde, richtige Metaller, die gegen diese ganze Modescheiße waren, nicht so wie es heute ist, also ich meine, das war eine Zeit, da hätten niemals Country-Bands oder Seemanns-Shanty-Bands auf irgendwelchen Metal-Festivals gespielt, so was gab's da nicht, fertig. Warum ist diese Szene dann nach der Wende quasi komplett zusammengebrochen? Und warum hat es keine der Bands von damals geschafft, sich irgendwie erfolgreich dann auch in der Zeit nach der Wende zu positionieren? Macbeth vielleicht mal ausgenommen, aber ja, ja. Ansonsten gab es ja kaum Bands, die das geschafft haben. Ja, die hatten, das ging halt um das Profil. Die haben halt zu viel gecovert, haben aber auch, finde ich, eigene gute Songs gehabt und haben das zu wenig rausgekehrt. Vielleicht auch, weil sie viele in Deutsch gemacht haben, obwohl es gerade wieder interessant gewesen wäre. Aber also musikalisch, Formel 1 oder so, das war genial. Blackout, Disaster Area oder auch Beast, das waren tolle Bands, das war auch tolle Musik. Aber da ging es vielleicht wenig zu Eigenprofil oder auch Pharao, die haben für ihre Sache super geile Sachen gemacht. Aber eben Eigenprofil hat gefehlt. Aber dafür können die nicht. Das war halt so, wie es war. Das kann man im Nachhinein nicht mehr. Also das ist schwer zu sagen. Aber das ist es vielleicht, so ein Eigenprofil zu machen. Aber die waren tausendmal besser als viele von den Kackstelzen, die es heutzutage gibt. Jetzt haben wir in die Vergangenheit geblickt, jetzt wollen wir auch in die Zukunft blicken. Was gibt es denn von euch, von Fatal Embrace jetzt in der Zukunft zu sehen, zu hören? Naja, unser Drama ist ja weg und wir müssen jetzt erstmal einen festen Drama an den Start bekommen und versuchen das halt wieder neu zu machen. Das ist zurzeit halt ein bisschen schwierig, aber wir denken da nicht groß dran. Wir machen neue Songs und wollen schnell ein neues Album rausbringen und das ist, und dann viel Promotion und sowas. Das ist halt ein bisschen viel Arbeit gerade, aber wir ziehen das durch, bis wir tot sind. Deswegen kauft euch Operation Genocide, unterstützt Iron Shield Records, unterstützt Fatal Embrace, geht zu den Konzerten, genau. Trinkt einen mit Dirk. Schenkt uns Geld. Schenkt ihnen Geld. Geld ist immer gut. Geld ist immer gut. Vielen Dank.